damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Inkladum zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es hält sich ein klein wenig. Das liegt vielleicht daran, ja, ich kann es ja sagen, es ist ja fast schon bekannt, es ist ja schon sehr bekannt, nicht nur fast, und die meisten wissen es auch schon, ich bin offensichtlicherweise umgezogen, ja, ich sitze hier in einer neuen Wohnung und ja, das Ganze ist hier noch ein bisschen uneingerichtet und au! Und jedes Wort, das ich hier ausspreche, das hallt hier unheimlich dolle. Das ist hier alles ziemlich laut und heftig. Ja, es sind halt auch noch wenige Gegenstände hier im Raum. Der Raum ist noch recht kahl und befindet sich noch im Aufbau. Ja, eventuell hört ihr auch noch ein paar Nachbarsgeräusche. Befinden sich auch noch andere Leute hier in diesem Haus. Ich beziehe hier nur eine kleine Wohnung. Na, so klein ist er nicht, aber versteht er, was ich meine. So. Jetzt mal den Real Talk beiseite. Und dann machen wir mal uns ans Werk. Mal gucken, was wir hier unten im Nether so finden. Im letzten Part sind wir hier angekommen und ja, Pilze hier unten im Nether. Gibt's denn sowas? Ja, gibt's, wie es ausschaut. Und den Schwert sollten wir immer in der Hand haben. Ist doch nicht schlecht. Ein Grundgestein oder was? Kann es durch nicht abbauen. Ah, so ein paar Fackeln hier aufbauen, damit ich mal ein bisschen was sehe. Ja, ich hoffe, die Musik hält noch nicht zu sehr und ist noch nicht zu laut und man hört meinen Sprechen. Das ist natürlich immer, jetzt muss ich das natürlich ein bisschen austesten, wie das in der neuen Wohnung ist. Ah! 7 Nendersteine. Können wir gleich machen. Ich glaube, ich mache es ein bisschen leiser, weil die könnte ein bisschen intensiv sein. Hier in der neuen Wohnung. Ja. Dann kramen wir mal hier ein bisschen was ab. Können wir so brauchen. Nendersteine und Nenderquarz. Nehmen wir uns auf jeden Fall vieles mit. Hier scheint nicht viel los zu sein. Momentan zumindest im Nether. Das heißt, dass wir hier ein bisschen abkramen können. Tag wird es hier nicht, deshalb stelle ich überall Fackeln auf, damit wir hier noch was sehen. Es war gerade nämlich ein bisschen dunkel, auch für die Kamera. Ja, ein bisschen Nether-Quarz kriegen wir vielleicht auch. So, 20 haben wir schon davon, dass. Ja, vielleicht kann ich doch ein bisschen was erzählen, weil das Abbauen hier doch ein bisschen stupide ist. Ja, den roten Stein sammeln, während ich ein bisschen rede. Ja. Ich bin angekommen in der neuen Stadt, in der neuen Wohnung. Ich erzähle euch noch nicht, wo genau ich bin. Es wird vielleicht
demnächst mal ein Vlog rauskommt. Hier werden ja demnächst ein paar Vlogs mehr starten. Bietet sich ja auch hier an, in der neuen Stadt ein bisschen mehr Vlogs zu machen, Sidevlogs. Und ja, vielleicht erkennt man dann irgendwann, vielleicht kommt das dann ja auch raus. Ja, wer sich auskennt, der wird dann schon sehr bald sehen, wo ich bin. Ich werde natürlich nicht genau vor der Haustür filmen, aber ja. So ein bisschen zeigen, wo ich bin. Ich denke, das wird irgendwann mal passieren. Und die Bude muss ja auch noch weiter eingerichtet werden. Da könnt ihr unter Umständen auch noch mit dabei sein. Die ist schon ganz gut eingerichtet. Also hier in dem Raum, wo ich gerade aufnehme, das ist mein Wohnzimmer. Oh, WhatsApp-Nachricht. Habe ich mein Handy nicht auf Stumm gestellt. Das hört man hier natürlich genauestens. Ja, ist gut. Ich kann gerade nicht. Tut mir leid. So gerne ich da auch angehen würde. Ich bin gerade beschäftigt. Aha. Ach, da hat es wohl jemand. Da ist wohl was Dringendes und was Wichtiges. Nachrichten hier. Bestimmt von meiner Familie. Von meiner Family, die sich meldet. Mich vermisst. Ja. Komm, ist mal aus meinem Elternhaus ausgezogen. Da wollen sie ihn wieder haben. Ja. Ist vielleicht auch nicht schlecht, so ein bisschen so von meinen Sachen zu berichten. Ja. Viele von euch wird es bestimmt auch betreffen. Es ist ja tatsächlich so, es ist ja nicht so, wie es das Vorurteil sagt. Die ganzen YouTuber, die haben nur Zuschauer, die kleine Kids sind und 12, 13 Jahre alt sind. Tatsächlich ist das die größte Zielgruppe, die meisten Leute, die da mit dabei sind, so etwa in meinem Alter, so jetzt 20, 21. Das haut schon so hin und die meisten davon machen gerade sowas durch und ja, ziehen dann ziehen aus dem Elternhaus und ja, da ist es auch nicht schlecht, da meine Erfahrungen da so zu teilen und da irgendwie auch zu sagen, ja, wie kann man es machen oder ja, Mai, Kartoffelbrei, da ist ja heute hier was los. Du musst gleich mal rangehen hier. Scheint dringend zu sein, scheint wichtig zu sein. Netherquarz haben wir, Stein haben wir ja auch. Von Bolzen folgens 64er im Block. Ja. Ah, da geht's dann gleich weiter mit dem nächsten. Muss noch ein bisschen Quarz finden. Nehmen wir ein bisschen Schätze mit nach oben. Das scheint Grundgestein zu sein, da komme ich nicht ran. Sind das bestimmte Netherpilze oder bringt mir das auch nichts weiter? Also ich lasse den Bruchstein hier und ich nehme einen anderen Stein mit. Das ist, glaube ich, klug. So weit runtergraben sollten wir uns vielleicht nicht. Könnte ja falsch sein. Oh, impulsive lauter Musik. Von irgendwie ulkige Musik. Zu ihm abkam, dann fällt es auch auf mich zu. Kann ich es einsammeln. Ja, kann man hier brauchen. Ist ja der Quarz. Ja, wozu weiß ich auch noch nicht. Da muss ich mich mal informieren. WLAN habe ich ja schon, Internet habe ich hier schon in der Bude. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel von mir erzähle.
Sonst gibt's ja keine guten Folgen. Oh, das ist mein Spitzhacker schon weg. Das ist nicht gut. Kann ich das auch so abbauen ohne Spitzhacke? Wahrscheinlich eher nicht. Ich hatte gehofft, einen 64er einen Block voll zu kriegen. Von diesem Schwarz. Das sieht nicht gut aus. Naja, muss erstmal reichen oder was? Sehen wir hier noch was? Können wir hier noch was? Uah, Simon, ich sollte nicht so viel Herzen verbrauchen. Wo ist Schweinekotelett? Ja, wir haben lecker Mittagessen, Abendessen, Nachtmahl. Eine Fackel hier hinstellen. Ja, da scheint nicht viel los zu sein hier. Genau. Vielleicht täusche ich mich und es geht irgendwo doch weiter. Da hinten sieht's gut aus. Könnten das Monster sein? Oha, allerdings. Oh, nicht angucken. Das ist ein Enderman. Das macht ein Enderman im Wille. Genau. Und wer bist du? Zombie Pigman. Eigentlich friedlich, aber gleich an, wenn du ihn angreifst. Okay. Goldklumpen. Oh, cool. Nehmen wir auch sowas mal mit. Ah, hier geht's weiter. Wir sollten uns hier nicht verlaufen. Sonst finden wir hier nicht mehr raus. Und mehr da gefangen zu sein, das war noch nie eine gute Idee. Ich verteile hier mal die Fackeln, aber auch das muss nichts heißen. Wenn wir die Monster töten, dann gibt es vielleicht auch ein paar Errungenschaften hier im Goldklumpen. Das bringt uns vielleicht weiter. So, mal schön die Sachen abgraben, wo wir nicht mehr sind. Hier in der Sackgasse. Wieder rausgehen. So, den Enderman hätten wir vielleicht auch töten sollen. Kommt vielleicht noch ein anderer hier. Ja. Aha. Kann ich mir vielleicht eine Spitzhacke craften? Ein Werkbank habe ich dabei. Steinspitzhacke. Okay, da brauchen wir Holz zu, Stick. Na, so, eine Eisenspitzhacke kann ich nicht, aber Steinspitzhacke, so, hervorragend. Dann baue ich die Box mit einem Schweinekotelett ab. Nein, ein gebratenes Hammelfleisch ist es. So, das wollen wir abgraben hier. Zack, jetzt mit der neuen Spitzhacke dürfte das doch gehen. 59, 60, nehmen wir doch ein 64er Stick voll. Stick. Puh, Stick ist doch der Stab hier. Wie kam ich da nur drauf? Verrät es mir jemand? Gibt es ein englisches Wort, was ich mal aufgegriffen habe, irgendwo, was so ähnlich klingt? Ja. Naja, was soll's. Ich hoffe, das klingt hier nicht zu schlimm im neuen Aufnahmezimmer. Dann wird's, wenn's dann, am besten, wenn es dann fertig eingerichtet ist, auch mal eine Roomtour geben. Gerade im Aufnahmezimmer. Und vielleicht durch die Wohnung. Kann man ja auch machen. Stick, wie komme ich dazu? 10 noch dazu. Ich werde es mir abgewöhnen.
Hier ist wieder eine Sackgasse, da geht's aufs Grundgestein. Aha, hier waren wir scheinbar schon. Hier gibt's wohl nicht viele Monster. Scheint nicht so. Ich nehme hier noch ein bisschen Quarz mit. Ich nehme das, was ich kriegen kann. Kann nicht schaden. Und den Gelingling Level 15. Ach, an die Levels habe ich auch nicht mehr gedacht. Ich weiß nicht genau, wofür ich die verwenden kann. Ich denke, die sind für irgendwas mit der Magie und Büchern. Da habe ich mal was von gehört, aber kann ich noch nicht. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch keine Verwendung dafür. Wenn man stirbt, verliert man sie, glaube ich, eh. Ich hoffe nicht, dass wir das tun werden. In den nächsten Folgen habe ich nicht vor für die nächste Zeit. Vorerst nicht. Ein netter Stern ist dann sowieso noch ein bisschen eine Stufe blöder. Ich weiß nicht, wie es dann abläuft, wenn ich ein netter stirbt. Ich hoffe, ich finde bloß wieder hoch zum Portal. Weil sonst wird's knifflig. Dann bleibe ich hier für immer drin und muss mir hier ein neues Dorf aufbauen. Netherdorf. Dann wird Minecraft Arno in den Nether verlegt. Ja. Wäre bestimmt auch nicht blöd. Würde einigen bestimmt gefallen, aber ja, ich will dann doch irgendwann mal wieder in die Oberwelt. Das gefällt mir dann fast besser. Nicht nur fast. Mein Haus am Arsch der Welt. Das finde ich schon spitze. Das heißt jetzt auch offiziell so. Das heißt Haus am Arsch der Welt. So, dann haben wir bald das nächste voll. Und die Steine nehmen wir auch mit. Blind, blind. Es gibt ordentlich Punkte für die Levels. Na, das kann man auch im Nether machen, dafür ist der Nether gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den richtig ausspreche, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. So weit runter will ich da gar nicht gehen. Versuchen wir mal wieder hochzukommen. Am Portal müssten wir eigentlich bleiben, wir sollten uns in der Nähe vom Portal aufhalten. Das habe ich schon mal falsch gemacht. Ich habe mich davon wegbegeben. Ja. Dann bringen wir mal die Sachen zurück, die wir gefunden haben. Und durch das Portal kann man ja im Ernstfall jederzeit wiederkommen. Spricht ja nichts dagegen. Ah, ich sehe schon das Portal. Das ist gut. Ist der Enderman noch irgendwo hier? Können wir den auch noch schlachten? Indie-Man. Oh, ist ja ein Monster. Das durchaus tödlich sein könnte. Muss noch vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was es tut. Es kommt auf uns zu. Es könnte gefährlich sein. Vorher noch essen. Na komm. Okay, das ging aber schnell zu besiegen. Das war ja nicht schlimm. Hat aber auch nichts gedroppt, so wie ich es gesehen habe. Schade. Was machen wir denn mit dem Goldklumpen? Wollen einschmelzen? Oder als Schatz behalten? Vielleicht auch noch ein Monster gesehen. Monster? Seid ihr hier? Überrascht mich dann doch nicht von hinten. Das war eine Lohe, eine gute, wenn ich mich. Nee, eine Lohe. Eine gute ist das, was eventuell droppt. Wenn man gut ist. Da oben ist noch was.
ist meine nächste Axt auch schon kaputt. Spitzhacke natürlich. Ja, der Zweck denkt Axt. Und mein Spitzhacke. Oder ist das hier nur das Glöckchen hier, was ich gesehen habe? Ein Monster hier irgendwo? Ich glaube nicht. Da habe ich mich geirrt. Na denn, ein paar Monsterchen hatten wir. Na denn, ab zum Portal und raus hier. Würde ich sagen, oder? Ich höre ein Monster. Ich sehe es auch, es ist da hinter dem Block. Zack, das nächste. Da haben wir zwei Goldblöcke, Klumpen. Diese Monster machen diese Klumpen hier. Und wo ist das Portal? Das ist wohl weiter oben, oder? Da muss ich mal hinfinden. Noch ein bisschen hiervon ab. Ja. Ist die Axt auch fertig? So. Wie kommen wir zum Portal? Das sieht doch nach Bruchstein aus. Das ist das Bruchstein, was ich hier hingebaut habe. Das kann doch nur zum Ziel führen. Das Ziel ist diesmal das Portal. Na denn. Ich würde mal sagen, so. Da haben wir hier eine Treppe, dass wir noch was abbauen, damit wir hoch können. So, zack, zack. Vorsehen. Ja. Das ist das Obsidian, da ist das Portal. Na dann, würde man sagen, hindurch. Da sind wir wieder zurück. In der Welt von Minecraft. Oh. Hervorragend. Und es ist Nacht. Der Baum ist immer noch nicht gewachsen. Da sind meine Sachen. Tue ich gleich mal die Schätze rein, die wir aus dem Nether mitgenommen haben. Die neu erworbenen Reichtümer. Jetzt kann man bestimmt was anfangen. Ich weiß noch nicht, was, aber irgendwas kann man damit machen. Ja, da haben wir hier ein Portal. Können wir nicht hier einfach ein Haus erstellen, hier einfach ein Dorf gründen und von der Basis aus hier einfach, wir können eine Basis gründen, die hier ein Netherportal ist. Dann geht man hier einfach, wenn man Bock hat, ins Netherportal. So schaut's aus. Ja, dann ist es wieder Tag geworden. Wird mal wieder abbauen. So, zoom. Und da in die Richtung muss mein Dorf liegen. Ich glaube, das ist richtig. Da drüben ist der Ozean. So ist die Richtung richtig. Das ist nicht weit. Das ist ein kleiner Marsch, aber kein Tagesmarsch. Ein halber Tagesmarsch. Dann sind wir da. Ich könnte mir vorstellen, hier auf dem Berg so ein paar kleine Häuschen. Das ist ja ein kleiner Berg hier. Da geht es steil runter. So viel Platz ist ja nicht für eine Basis, aber so ein bisschen was kann man sich hier bauen. In den Berg rein. Da denke ich, ja. Dass man hier eine Übernachtungsmöglichkeit hat und so ein bisschen die Schätze hier auch lassen kann. Nein, nicht lassen kann, die würde ich mit ins Dorf nehmen, aber. Ja, auch so eine zweite Basis. Ja, Basis ist das richtige Wort. Na denn, ich würde mal gleich sagen, ein neugieriger Blick auf die Uhr verrät mir, dass es eventuell ein kurzer Part ist, aber ja, ein erfüllter Part. Wir haben ein bisschen was abgebaut und Schätze gesammelt. Ich würde es auch heute dabei belassen.
Dabei, was ich jetzt hier schon habe, können wir gut zusammenfassen hier. Kann man ein paar draus machen, auch wenn er nur kurz ist. Ich würde sagen, dummlich nach oben sollte es euch gefallen haben. Vielleicht war es auch nicht ganz so schlecht, vielleicht hat es halt nicht so ganz geheilt hier. Ich hoffe, es war gut, es ist gut geworden. Ich werde es sehen, wenn ich das dann schneide. Habt einen angenehmen fürstlichen Morgen, Mittag oder Abend oder auch eine fürstliche Nacht. Man sieht sich auf jeden Fall in einem anderen Video wieder. Ihr mich im Video und ich euch in den Kommentaren. Man sieht sich. Ciao, ciao. Haut da rein.